auf die Unterstützung der Stadtsparkasse zählen können seit 1983. Und dass es auf der einen Seite wunderbar ist, dass wir jedes Jahr so unterstützt werden von Ihnen und ohne die Unterstützung diese Arbeit, die Frau Barth mit ihrem Team auch noch mit leisten könnte. Auf der anderen Seite ist aber auch immer wieder eine traurige Nachricht, ist, dass die Frauenhäuser derart unterfinanziert werden, dass sie ohne dieses Engagement nicht existieren können. Das hat immer beide Seiten, aber heute sind wir dazu da, uns bei Ihnen, Herr Dr. Bonn, den Mitarbeitern der Stadtsparkasse, recht herzlich für diese langjährige Treue, Begleitung zu bedanken. Im Moment sechs Frauen haben mit sechs Kindern insgesamt. Wir verfügen über 9 Apartments, ist also im Moment noch etwas Platz. In diesem Jahr haben schon 60 Frauen und 54 Kinder bei uns Schutz gesucht. Schon fast so viel wie im letzten Jahr. Da hatten wir aufs ganze Jahr verteilt 63 Frauen und 58 Kinder. Und da ist auch immer ein sehr großer Anteil an Frauen dabei, die eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das heißt, wir haben mit vielen verschiedenen Kulturen auch zu tun, was immer wieder auch verschiedene Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn die Frauen schlecht Deutsch sprechen. Also in diesem Jahr hatten wir schon Frauen aus 19 verschiedenen Nationen. Also dieses Jahr waren ungefähr die Hälfte deutsche Frauen. Letztes Jahr waren immerhin 70% der Frauen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich und hängt auch mit den einzelnen Ressourcen der Frauen zusammen. Kann man sich sicherlich gut vorstellen, dass eine Frau, die aus einem anderen Land kommt, hier nicht so ein soziales Netzwerk hat, wo sie vielleicht hinfliehen kann, wie das Frauen haben, die in Deutschland geboren sind. Und in diesem Jahr lag unser besonderes Augenmerk der Arbeit auch nochmal bei den Kindern. Das heißt, dass endlich der Spielplatz fertiggestellt werden konnte. Da ist lange für gesammelt worden und ein Großteil wurde jetzt eben auch aus der Spende der Sparkasse finanziert. Und dann ist das endlich umgesetzt worden, dass die Kinder wieder hier im Garten eine große Spiel- und Tobemöglichkeit hatten. Die Mütter einfach auch entspannter, wenn sie wissen, die Kinder sind hier in einem geschützten Umfeld. Die Wichtigkeit von Spenden wird immer höher, um unsere Arbeit hier weiter leisten zu können. Die Förderung des Frauenhauses ist bei uns auch im Haus was Besonderes. Wir haben, damit Sie sich das vorstellen können, so 400 bis 500 Spendenempfänger pro Jahr. Und das Frauenhaus hier ist nach dem Zoo der zweitgrößte Spendenempfänger von den 400 bis 500. Also das ist ja schon was Besonderes. Es ist schön, dass wir das fördern können. Das ist auch eine wirklich wichtige Aufgabe. Denn man sieht ja auch, was mit dem Geld passiert. Ich sage da gleich noch was zu. Aber es ist mir auch ein bisschen unwohl dabei, dass so eine Institution, und da ist das Frauenhaus nicht die einzige, da gibt es auch noch andere, so abhängig ist von uns. Denn wir müssen natürlich auch alles immer erstmal erwirtschaften, was man dann hinterher wieder ausschüttet. Also es wäre mir lieber, wenn die Finanzierung auch so gesichert wäre und wir spenden noch was dazu. Wir tun ja oft und gerne, gerade was für Kinder. Wir haben ja, wie Sie vielleicht wissen, 2 Kinderstiftungen. Wir haben im Zoo zum Beispiel, um den auch nochmal zu erwähnen, ja den ganzen Kinderbereich modernisiert oder aufgebaut und umgestaltet. Und die Kinder hier bei Ihnen, die haben es ja nun wirklich nicht leicht. Die haben es ja ganz schwer, dass die jetzt hier neue Spielgeräte haben, finde ich also sehr schön. Wir haben ja immer unterschiedliche Töpfe, wo wir sowas herholen. Das sind die Stiftungen einerseits, das ist unser normaler Spendentopf und hier in diesem Fall ist das eben auch eine ganz wichtige Quelle, das ist nämlich das PS-Spar. Da kommen die 90.000 Euro von diesem Jahr also komplett her. Und da zeigt sich nochmal, wie wichtig das ist und wie schön das auch ist für den Kunden, der das macht. Der spart dabei ja und das Sparen wird gefördert. Er kann was gewinnen, wenn er dann ausgelost und zu den glücklichen Gewinnern gehört. Und er tut damit auch noch was Gutes, indem wir dann aus dem Gesamttopf solche Dinge tun können wie hier heute. Also, und wir können immer nur so viel PS spenden, ausschütten, wie eben auch Menschen sich am PS sparen beteiligt haben. Also das vielleicht auch nochmal als kleine Werbung für das PS sparen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst, in der wir da sind, und Sie können sich insofern auch darauf verlassen, dass wir das wissen und dass wir da zuverlässiger Partner auch bleiben.